Moin zusammen, Fennec hier. Wenn ihr Monster Hunter World Iceborne gerne mit dem Hammer spielt und etwas tiefer in die Funktionsweise des Hammers einsteigen möchtet, dann seid ihr hier genau richtig. Ich habe 5 Secrets für euch, die euch im Umgang mit dem Hammer verbessern werden. Kurz vorab, wenn ihr mit dem Hammer noch gar nicht vertraut seid, schaut doch bei meinem Hammer-Tutorial vorbei. Dort bekommt ihr alle Techniken an die Hand, um den Hammer zu verstehen. Dieses Video baut darauf auf. Gut, dann lasst uns mal starten. Tipp Nummer 1. Der Hammer gibt euch im aufgeladenen Zustand ein Level unbeeindruckt, also das Wappnungsjuwel, wodurch ihr die Möglichkeit bekommt, dass Attacken von Monstern und Teammates euch nicht in der eigenen Animation unterbrechen. Tipp Nummer 2. Die Attacken der zweiten und dritten Hammeraufladung geben euch die Fähigkeit Inneres Auge. Wenn ihr also den brutalen Aufwärtsschwung, Urknall oder den drehenden Knüppel ausführt, könnt ihr nicht vom Monster abprallen, wodurch ihr mit dem Hammer einen durchgängig sichergestellten Damage-Output habt. Tipp Nummer 3. Die Luftherrschaft und Affinitätsschlittern-Fähigkeiten sind beim Hammer OP. Diese Skills geben euch 30% mehr Angriff in der Luft oder beim Schlittern an einer Rampe. Mit dem Hammer könnt ihr super Sprung- und Sliding-Attacken ausführen. Da die Base-Damage-Werte beim Hammer so hoch sind, lohnen sich die 30% extrem, da ihr pro Schlag einfach so viel Damage ausübt und dann noch 30% draufkriegt. Tipp Nummer 4. Hier spielt wieder der dritte Tipp mit rein. Und zwar müsst ihr einfach, um den höchsten Damage-Output beim Hammer zu haben, gesprungene Angriffe machen. Also wenn ihr das Maximale aus dem Hammer rausholen wollt, nutzt das sogenannte Ledge-Hopping oder einfach gesprungene Angriffe. Befindet sich das Monster an einer Kante, könnt ihr dort mit X runterrollen und mit R2 dann den gesprungenen aufgeladenen Angriff machen und das einfach durchgängig. So könnt ihr das Monster sehr gut wieder ausnocken und an der Stelle halten und auch pro Sekunde den meisten Damage ausüben. Tipp Nummer 5. Nutzt den brutalen Aufwärtsschwung bei euren Teammitgliedern. Den brutalen Aufwärtsschwung könnt ihr nicht nur nutzen, um eure Teammitglieder aus Stunts oder Paralysen zu befreien. Die Attacke ist auch praktisch, um die Teammitglieder in die Luft zu befördern, damit diese eine Mounting Attack ausüben können. Das war's mit den 5 Tipps oder Secrets zum Hammer in Monster Hunter World Iceborne. Wenn ihr noch Wünsche zu weiteren Guides habt, schreibt dies gerne in die Kommentare. Und wenn ihr neu in Monster Hunter World oder Monster Hunter World Iceborne seid, kein Problem, schaut gerne bei meinen 10 Tipps für Monster Hunter World und Iceborne Video vorbei. Und wenn ihr Hilfe bei den anderen Waffen benötigt, auf meinem Kanal gibt es zu jeder Waffe in Monster Hunter World Iceborne ein ausführliches Tutorial, in dem ich euch von Grund auf an alles erkläre. Gut, dann habt noch einen schönen Tag und bis morgen.